ich habe die Ehre, den Michael Nagula vorzustellen. Der Michael ist Autor, Übersetzer, hat einen Buchverlag. Und was ich schön fand, als ich seine Vita ein bisschen gelesen habe, er hat Perry Rhodan übersetzt. Es ist zwar für viele etwas, was geschrieben. Und ich war so in meinem jungen Jahr, so was weiß ich, 12, 13, 14, 15, habe ich Perry Rhodan gelesen, Ende der 60er, Anfang der 70er. Dann habe ich ihm Horst das erzählt, Horst sagt, ja, habe ich auch gelesen. Sehr, sehr schön. Also das ist eine Sache, die gefällt mir schon. Und das war für mich auch, man könnte sagen, so ein kleiner Einstieg in die spirituelle, esoterische Art, da, was da menschlich ist, was der Mensch alles kann und so weiter. Ich fand es faszinierend. Mittlerweile im Verlag, hat er mir gerade vorhin erzählt, 412 CDs und Bücher, die aufgelegt werden, also recht viel. Sehr schön, was da passiert. Und es ist ein Verlag, was mir gefällt. Wenn ein Buch nicht mehr so vergriffen wird, wird es so aus den normalen Verlagen rausgeschmissen. Dann geht es zurück. Und er sagt, es ist immer zu haben, solange er da ist. Und das finde ich schön. Also auch die Bücher vom Horst, dass sie weiter erscheinen. Gerade der Lebenskalender, hoffentlich ist er bald soweit. Schule der Geister, das erste Buch vom Horst, worauf wir alle warten, dass das bald kommt. Gut. Er hat auch Ren Dark geschrieben, habe ich hier noch stehen. Die Roten Chronik, Perry Rhodan Chronik, all das. 50.000 Comic-Seiten übersetzt, das ist unglaublich. Es muss ihm Spaß machen, sowas zu tun. Ich finde, ich wurde auch. Und hat 2005 den Amra Verlag gegründet, spirituelle und grenzwissenschaftliche Literatur. Sehr wichtig für uns, sind schöne Sachen dabei, guckt es euch an. Ist 59 geboren, hat eine Tochter, hat mir erzählt, von 20 Jahren, also auch etwas später Vater geworden, soweit ich das ein bisschen übersetzt habe. Aber es gehört dazu, man hat ja ein bisschen Zeit. Mir ging es ja auch nicht anders, genau. Ich freue mich, das zu hören. Er kann schön reden, er kann viel reden und er wird auch Fragen beantworten dazu. Also guckt, was ihr mit ihm haben möchtet, was ihr von ihm braucht. Und ich freue mich auf ihn. Michael Nagula. Ja, danke lieber Volker für die Outings. Das mit den Comics und so weiter, wusste ich jetzt gar nicht, dass das Thema sein könnte. Aber wir hatten gestern schon über Perry Rhodan gesprochen und ich war total platt, dass Horst auch und du, ihr früher auch Rhodan gelesen habt. Und für mich, das ist schon Teil meiner Rede eigentlich, ich wollte darauf jetzt nicht so eingehen, aber ansprechen wollte ich, war nämlich diese Lektüre von Rhodan als Jugendlicher. Ich bin da 1973 drauf gestoßen, da startete die Serie gerade wieder ab Heft 1 in der dritten Auflage. Und das war Material von 1961. War für mich wie eine Offenbarung. Also ich habe von da an eigentlich diese ganzen Science-Fiction-Sachen in mich hinein gefuttert, weil ich das Gefühl hatte, da zu Hause zu sein. Trotzdem sollte es bei meiner spirituellen, wie soll ich sagen, mit der spirituellen Öffnung noch eine Weile dauern. Das ist dann eine Geschichte, die in den 90er Jahren geschehen ist. Aber das nur vorab, so viel zu Rhodan hat mich auch geprägt. Es zeigte mir im Rückblick, wie sehr wir alle geführt werden. Dass wirklich wir hier mit einem Seelenplan auf der Welt sind. Und wenn wir ein bisschen uns treiben lassen, kann man da vielleicht sagen, und seinen Vorlieben nachgeht, dass man da wirklich in die richtige Richtung geführt wird. Immer wieder auch in Sackgassen, die einem zeigen sollen, nee, funktioniert nicht, ist nicht deine Welt, aber wir werden auf einen richtigen Weg geführt, der für uns, den wir letzten Endes selber mit uns vereinbart haben, vorgeburtlich. Und da begegnen wir dann auch den richtigen Menschen. Und die richtigen Menschen, die einem da weiterhelfen, damit man seine eigene Lebensaufgabe erfüllen kann, dazu gehört eben auch hier die Schule der Geister, den Dozenten Horst Krone, auch Herr Fliege, den ich im Fernsehen gesehen habe, als Jugendlicher. Und jetzt stehe ich hier, ja. Okay, jetzt fange ich offiziell an. Also, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das ist auch nicht selbstverständlich.
Das ist ein 25-jähriges Jubiläum hier von der Schule. Das ist was ganz, ganz Gewaltiges, was hier entstanden ist, was hier aufgebaut worden ist. Ein Lebenswerk, definitiv, das jetzt seit 25 Jahren Bestand hat. Und es ist für alle, glaube ich, die reingeschnuppert haben in die Schule, deutlich geworden, oder länger dabei geblieben sind, muss man eigentlich sagen, deutlich geworden, wie wichtig es ist, sich mit den Themen zu beschäftigen, für die die Schule steht. Da werden wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen, oder ich. Denn die Bedeutung der Schule geht für mich, ich glaube, das ist allgemein Konsens, in die Richtung, dass sie einen lehrt, alles ist Energie. Und welche Auswirkungen das hat, da muss man eigentlich erst sich hineinentwickeln, um zu begreifen, welche Konsequenzen das haben kann. Für mich persönlich war das eine sehr umwälzende Entwicklung. Die Schule selbst war da ein bestimmter Meilenstein, aber auch so eine Art von Trittsteinen, denn immer wieder komme ich zu den schulischen Zusammenhängen zurück, wie heute eben jetzt auch nach dieser langen Zeit. Und von daher, mein eigenes spirituelles Erwachen, habe ich vorhin schon gesagt, würde ich so datieren, auch auf 97, 98, als die Schule gegründet wurde. Deswegen sind dieses 25-jährige Jubiläum jetzt hier, das die Schule hat, für mich auch so eine Art Jubiläum der eigenen, des Bewusstseins um meine eigene Spiritualität. Und von daher freue ich mich natürlich auch, dass ich jetzt hier stehen kann. Ich habe den Vortrag in zwei Teile untergliedert, nämlich den ersten Teil, was aus einem wird, wenn man sich zu lange mit der Schule beschäftigt. Das ist so eine Art exemplarischer Lebenslauf. Ich werde da etwas schildern, wie es mir ergangen ist. Und das mache ich deswegen, weil ich denke, viele werden sich darin wiedererkennen, in der einen oder anderen Situation. Um zu verdeutlichen, wie eines auf dem anderen aufbaut und man diesen Lebensweg der eigenen Seele dann lernt, auch zu erkennen und ihm weiter folgen kann. Und der zweite Teil baut dann darauf auf, nämlich da geht es mir um das Spirituelle in dieser Welt, und zwar heute. Was geschieht hier eigentlich gerade heute? Wie gehen wir als spirituelle Menschen damit um? Und was können wir erwarten eigentlich von dieser Situation hier und von der Spiritualität hier und heute? Und wenn dann noch Zeit ist, wenn jemand mag, dann kann ich auch gerne noch Fragen beantworten und stehe dann aber auch außerhalb dieses Puls jederzeit dafür zur Verfügung. Werde jetzt auch die nächsten Tage hier den ganzen Kongress mitmachen. Ja, ich habe schon gesagt, für mich war der hohe Stellenwert der Schule der, dass ich gelernt habe, die ganze Welt ist Energie, alles ist Energie. Und es fing für mich, ohne dass ich das damals bereits wusste, eben mit diesen Science-Fiction-Zusammenhängen an. Ich habe damals auch schon spirituelle Leute kennengelernt, auch etwas, was ich eben erst heute erfahren habe, die auch mit Horst zu tun hatten, nämlich damals in den 70ern habe ich Heftromane geschrieben, Science-Fiction-Heftromane, aber auch Grusel-Thriller. Und einer meiner Literaturagenten war Jürgen Grasmück. Jürgen Grasmück ist so ein Urgestein der deutschen Science-Fiction, ist aber einigen Leuten auch bekannt dafür, dass er in Hanau eine esoterische Buchhandlung geführt hat. Ein ganz, ganz faszinierender Mensch. Und in seinem Verlag, dem Grasmück Verlag, sind die beiden Bücher Der göttliche Mensch von Joachim Haas erschienen. Auch da wieder für mich im Rückblick so deutlich, wie das alles geführt ist, dass man den gleichen Leuten begegnet, denen andere auch begegnet sind, dass wir eigentlich alle aus einer Seelenfamilie sind. Ich denke, alle, die hier sitzen, haben eine Verbindung zueinander. Wenn nicht in diesem Leben, dann in einem anderen Leben. Faszination an der Science Fiction, Perry Rodan dann später, habe ich auch geschrieben, ab 2000, die ist halt sehr, sehr essentiell gewesen in meiner Jugend. Psi-Phänomene, versunkene Kontinente, solche Sachen haben mich damals schon fasziniert. Heute natürlich ein ganz, ganz großes Thema der spirituellen Welt. Und wahrscheinlich auch, wie viele von euch,
habe ich damals Experimente mit Freunden in Sachen Telepathie gemacht. Man hat sich zu einem Zeitpunkt verabredet, an dem man dann gemeinsam sich aufeinander einstimmen wollte, zusammen, jeder bei sich, um dann Botschaften zu übermitteln. Hat bei mir nie funktioniert. Später habe ich erfahren, dass derjenige, mit dem ich das verabredet habe, sich zu den Zeiten überhaupt nicht angestimmt hat. Also von daher, und das alles, wie gesagt, alles noch ohne jedes Bewusstsein für Spiritualität, sondern einfach aus dem Spielerischen heraus, dass man entwickeln kann, wenn man weiß als junger Mensch, es steht einem die Welt offen und es gibt so viel mehr als das, was man so überall um sich herum erlebt. Ja, und dann die spirituelle Öffnung circa 1997. Da spielte natürlich wie immer eine Frau eine Rolle. Es war meine damalige Ehefrau, die also damals, als wir in Frankfurt lebten, sehr gerne einen Heilkreis besucht hat, in dem auch gechannelt wurde. Sie ist die erste Mal immer ganz alleine dorthin gegangen. Ich habe ihr dann gesagt, ja, geh ruhig zu deinem Hexenkreis. Und bin dann aber irgendwann mal mitgegangen und habe da dann das erste Mal eigentlich erlebt, dass eine bestimmte Energie im Raum ist. Und habe diese Energie wahrgenommen bei dem Channeling, quasi Erzengel, Michael, vielleicht andere Wesenheiten. Und da wusste ich, irgendwas ist da dran. Und habe das dann weiter besucht. Beziehungsweise habe angefangen, weil ich ja so ein Büchermensch bin. Für mich geht immer erstmal alles über Bücher, entsprechende Bücher hier zu beschaffen. Und da stieß ich dann auf Grunwaldo Melchizedek, die Blume des Lebens. War uns allen empfohlen worden. Irgendwann ging ich dann zu meiner Frau und sie sagte, nee, nicht sie, sondern ich sagte, hör zu, also sie war damals schwanger mit unserer Tochter. Und ich sagte, hör zu, du wolltest dir doch das Buch von dem Grunwaldo holen. Ich habe schon Band 1 und 2, kauf's nicht. Es ist großartig. Ich habe es schon gelesen. Wer die beiden Bücher kennt, weiß, man kann sie nicht einfach lesen, aber ich habe die dann einfach wirklich durchgelesen. Und ich glaube, das hat auch sehr, sehr viel getriggert. Es ging zu dem Zeitpunkt darum, dass man eine Delfingeburt vielleicht ins Auge fassen könnte, erwägen könnte. Und das haben wir dann doch nicht gemacht, aber es gab so einen Absatz in den ganzen Büchern, über Delfingeburten und alles andere ging über heilige Geometrie, über Channeling, über die geistige Welt. Ganz fantastisch, jeder, der diese Bücher noch nicht kennt, Blumen des Lebens von Grunwaldo Melchizedek, unbedingt lesen, das ist sehr, sehr gut. Andere Sachen, Tom Kenyon, Channeling, die erste Channeling-Erfahrung, dann über ein Buch von Tom Kenyon, in dem er einen mit den Haturen in Kontakt brachte. Ganz simple Geschichte, einfach eine Kerze auf den Tisch stellen, sich darauf ausrichten, es ist nicht schädlich für die Netzhaut, und dann sich darauf einstellen, eine Frage stellen und dann hörte ich so ganz leise irgendwo im Kopf, bahne deine Wege. Das war die ganze Information und diese Information ist mir dann später klar geworden, bedeutete aber reinige dich. Bereite dich vor darauf, überhaupt geistig, spirituell mit Energien arbeiten zu können. Dann die Buchhandlung in Hanau. Jürgen Krasnick habe ich schon erwähnt. Da war ich damals sehr oft und dort in einem der Regale stand ein Buch von Horst. Das habe ich aber erstmal gar nicht gesehen, sondern ich stöberte andere Bücher durch, dann fiel es mir vor die Füße. Wie es so ist, auch das werden viele von euch kennen. Lag da dieses Buch dann heilende Hände. Und ich habe es mir angesehen, habe gesehen, aha, in Frankfurt wird da was gemacht, das ist vor der Haustür. Ich habe das Buch gelesen und war erstmal frustriert, weil man da nichts selber umsetzen konnte. Das war nicht praktisch ausgerichtet, sondern es hat berichtet. Und ohne aber Anleitungen zu geben, wie man selber arbeiten kann. Und das war meine Anregung, natürlich dann deine Kurse zu besuchen.
Du hattest kurz vorher aufgegeben, die Kurse selber zu geben. Das war 2005, dass ich kam. Und hatte dann die große Freude, die Brauns kennenzulernen, die als Dozenten in Frankfurt das dann gemacht haben. Und da kam ich dann in Kontakt mit diesen wundervollen Techniken, die du entwickelt hast und die in diesem Kurs dann weitergegeben worden waren. Den Anfang machte damals ein Schnuppertag. Das heißt, ein Tag, Angebot, kommt herbei, lasst euch mal behandeln. Da bin ich dann hingegangen und wurde dann von einem der Schüler deiner Schule behandelt und habe plötzlich gemerkt, wie die Energie floss in mir. Das war das allererste Mal, dass ich überhaupt ein Verständnis dafür bekommen habe, dass in einem Menschen Energie fließt. Dann habe ich diesen Kurs bei den Brauns belegt. Und der Rest ist, wenn man so will, Geschichte. Erstmal die Anmeldung bei den Brauns, dann später hattest du angeboten einen Heil- und Ausbildungskurs in Langen, wo man sich einfach trifft und offene Fragen klären konnte. Das muss jetzt so gewesen sein, 2005, 2006, 2008 schon. Ja, genau, 3 Jahre war damals die Zeit, die man brauchte, um die Schule zu durchlaufen. Ja, und ich fing das im Jahr 2006 an. Ja, 2005, 2006. Und da hattest du dann auch danach gefragt, ob Leute Interesse hätten, sich zu einer Gruppe zusammenzutun, die Hausbesuche machen wollen. Einmal Heilungen in Langen selber und Hausbesuche, das heißt, dass man als Heiler dann zu den Leuten hingeht, die zum Beispiel bettlägerig sind, um dort Heilung zu machen. Da durfte ich an beiden teilnehmen. Das war ganz, ganz großartig. Das ist eine Erfahrung, die werde ich nie vergessen, dass wir da tatsächlich in den Privaträumen der Leute standen und saßen und wirklich auch Heilung weitergeben konnten, ihre eigene Heilung. Wir wissen ja, es ist immer die Heilung, die durch den Klienten geht, aber wir durften dazu beitragen. Auch in den Räumlichkeiten der Schule in Langen gab es dann viele, viele Behandlungen. Unter anderem unser Gruppenleiter damals war der Burkhard Suhl, der leider jetzt verstorben ist, schon vor etwa 5 Jahren, habe ich gerade erfahren. Und der war auch die Person, die so ein Auge darauf haben sollte, wenn ich Vorträge halte. Weil ich hatte dann angefangen, Vorträge über die Schule der Geistheilung auch zu halten. Und ich erinnere mich noch daran, wie wir da auf der Hanauer Landstraße saßen, in einem dieser Räume, Veranstaltungsräume, und er im Hintergrund saß und genau beobachtet hat, was ich da so mache, ob das auch wirklich im Sinne der Schule ist, ob das korrekt ist. Und das war auch eine sehr, sehr wundervolle Situation. Es wurde dort nochmal deutlicher, alles ist Energie. Es ist nochmal eine ganz andere Situation, wenn man als Dozent oder als Vortragender etwas zu schildern versucht, was man bis dahin nur gelernt hatte. Man muss plötzlich erklären. Und dieses Erklären, dass alles Energie ist, das war nicht so ganz ohne. Was mir sehr geholfen hat, war ein Bild, was ich dann plötzlich vor Augen hatte, nämlich von einem Fisch im Wasser. Die Fische im Wasser wissen nicht, dass sie von Wasser umgeben sind. Und genauso wissen die meisten Menschen nicht, dass sie von Energie umgeben sind, dass sie von Energie erfüllt sind, dass die ganze Welt von Energie erfüllt ist. Und sich zu bewegen in dieser Energie ist nichts anderes, als wenn ein Fisch sich im Wasser bewegt. Interessant ist es dann natürlich, was hat es mit den fliegenden Fischen auf sich? Vielleicht sind das aufgestiegene Fische. Aber diese Vorstellung, alles ist von Energie erfüllt, wie ein Fisch im Wasser bewegt sich der Mensch in diesen Energien, die Göttlichkeit sind, Prana, Ordnung, Lebenskraft, wie man es nennen will. Es läuft ja alles auf das Gleiche hinaus.
auf diesen überall existierende intelligente Energie. Und damit zu arbeiten, ist ja genau das, was die Schule macht. Sie arbeitet mit den Energien, die im ganzen Universum gegeben sind. Ja, das war der Zeitraum der Ausbildung, in der ich so 2006 bis 8, bis 10 vielleicht, auch damit geliebäugelt hatte, irgendwann vielleicht mal Dozent zu werden. Ich war als Heiler tätig, auch privat, habe das, was du weitergegeben hast, nach den Richtlinien der Schule dann auch an Privatmenschen weitergeben dürfen. Und das war schon eine sehr, sehr spannende Sache. Damals waren die Dozenten noch nicht Miteigentümer der Schule, muss man sagen, sondern das war noch vor der Zeit. Da ging es einfach nur darum, dass Dozenten Vorträge halten über die Inhalte der Schule. Und genau das wollte ich ja auch. Ich wollte lehren, was ich gelernt hatte. Bei den Vorträgen, wie gesagt, war Burkhardt dabei, der Fisch im Wasser, war für mich ein sehr, sehr anschauliches Bild, um das Ganze klar darzustellen für denjenigen, der bemüht war, zu begreifen, was es mit dieser Energie auf sich hat. Aber ich hatte noch ein anderes Leben. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, schreiben, veröffentlichen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich alles durchprobiert, was es auf dem Gebiet gibt. Als Autor, als Herausgeber, als Lektor, Journalist, Sachbücher, als Übersetzer, Comic-Übersetzer, Bücherübersetzer. Das gab mir eine Möglichkeit, die wieder zeigt, wie sehr das Leben geführt ist. Denn ich brauchte jetzt nur noch die verschiedenen Sachen, die ich gelernt hatte, für andere Verlage zusammenzuführen, mir eine Druckerei zu suchen und dann ein Buch herauszubringen. Wie das geht, hatte ich ja gelernt. Und die ganze Infrastruktur war mir dann auch schon bewusst. So fing das mit den Büchern an. Und auch da war Horst wieder jemand, der ganz vorne dabei war. Tatsächlich das zweite Buch, das der Verlag rausgebracht hat, war ein Buch von dir. Du hattest damals in Graz eine Rede gehalten, die auf CD vorlag und die sehr, sehr gut diese Prinzipien der ganzen Geistheilung zusammenfasste. Hat jetzt vom Umfang her nicht ganz ein Buch erbracht und da haben wir dann noch verschiedene Fragen zu ausgearbeitet, die du dann beantwortet hast. Beziehungsweise ich hatte dir eine riesige Fragenliste geschickt und du hast dir rausgesucht, was Sinn macht. Und diese dann beantwortet. Und das gab dann zusammen mit der Rede ein Amra-Buch, das ist 2006, im Mai 2006 erschienen. Das ist der Vorläufer von dem Buch Neue Sicht des, also es hieß sogar auch Neue Sicht des geistigen Heilens. Und es ist der Vorläufer von der Ausgabe gleichen Namens, die da auf dem Tisch liegt, inzwischen nochmal ergänzt um ein weiteres, komplettes Buchmanuskript von mir. Aber so fing es 2008 an, das zweite Buch im Amra Verlag war bereits von dir. Und ja, dankeschön. Genau, die erste Hälfte von dem Buch ist das ursprüngliche Buch von Horst und die zweite Hälfte ist ein Manuskript, das sonst in keiner anderen Form vorliegt. Und ich kann dazu sagen, ich bin begeistert von dem, was im zweiten Teil ist. Also ich habe sehr viel davor gelesen, schon in den Gruppen. Es ist unglaublich cool, was er daraus gefunden hat. Ja, was cool. Ja, vom Sinn und Unsinn des Geistes. Genau. Ja. Ja, das ist auch sehr beliebt. Freut mich sehr, dass das in der neuen Ausgabe jetzt wirklich funktioniert hat, auch nochmal zusätzlich funktioniert hat. Somit zur Schule. Auch da hat der Horst Knecht mit einer Rolle gespielt. Und warum eigentlich diese Verlagssache jetzt plötzlich? Es ging darum, als Heiler konnte ich Menschen helfen. Das war mir immer schon ein Bedürfnis. Ich war Jugendkreuzleiter, ich habe beim Roten Kreuz gearbeitet, bevor ich die Hintergründe erfahren habe. Und
Daher war es mir auch als Heiler natürlich ein Bedürfnis, Menschen zu helfen. Das ist das eint uns alle. Das ist das, was wir alle gerne möchten. Wir möchten anderen helfen und damit helfen wir natürlich auch uns selber. Man kriegt immer wieder was ab von der Energie, die da fließt. Und von daher war klar, wenn ich jetzt einen spirituellen Verlag mache, dann kann es nur dazu dienen, den Menschen zu helfen. Wenn ich weiter als Heiler arbeite, habe ich eine begrenzte Anzahl von Menschen, mit denen ich arbeiten kann. Ich habe mir nicht vorgestellt, irgendwann mal auf der Bühne stehen zu können, um dann so und so vielen Leuten gleichzeitig Behandlung erfahren lassen zu können oder so. Sondern das war für mich immer eine Situation zwischen dem Klienten und dem Heiler. Eine sehr, sehr erfüllende Situation, aber eben zeitlich begrenzt, anzahlmäßig, was die Klienten anbelangt, begrenzt. Die verlegerische Arbeit macht es möglich, Inhalte weiterzugeben an viel, viel mehr Menschen. Und der Anspruch des Verlages war dann, die Menschen in die Selbstermächtigung zu bringen, genau das, was die Geistheilung ja auch macht, was sie versucht, den energetischen Fluss so stark werden zu lassen und so selbstverständlich, dass man über die eigene spirituelle Anbindung völlig selbstverantwortlich durchs Leben gehen kann. Das ist meine Interpretation von der Arbeit eines Geistheilers oder jedes Energietherapeuten. Das konnte ich nun mit Büchern machen, in denen mehr Menschen erreichbar waren. Selbstermächtigung war das Thema und hinüberbringen in die Selbstverantwortung. Daraus entstanden dann eben Bücher von Menschen, die eine Handreichung geben, wie Horst, aber eben auch andere. Es hatte immer jedes einzelne Buch, das rauskam, oder jede einzelne CD, geführte Meditationen, haben wir ja viele gemacht, immer noch, genau diesen Hintergrund, den Menschen etwas weiterzugeben. Später kamen dann noch grenzwissenschaftliche Themen dazu, weil ich gemerkt habe, Aufklärung ist wichtig. Es gibt so viel an verbotenem Wissen, an verbotener Geschichte, verbotener Archäologie, geheimen Weltraumprogrammen und so weiter, die den Menschen vorenthalten werden. Und das ist ein Thema, was dann interessanterweise sehr, sehr gut Hand in Hand ging. Die Menschen, ich hatte zuerst die Angst, die Befürchtung, dass Menschen, die sich mit spirituellen Themen beschäftigen, dann einen klaren Trennschritt machen. Dass sie sagen, nee, das geht jetzt uns zu weit, das ist Beschwurbel. Es ist aber nicht der Fall gewesen, sondern es kommt immer darauf an, wie man das präsentiert. Und für mich war auch klar, immer diese Thematiken grenzwissenschaftlicher Art, kann man alle nur denken mit einem Verständnis für Energie. Sie hängen alle mit Dimensionen zusammen, in denen etwas geschieht, was wir wahrnehmen oder nicht wahrnehmen oder was früher einmal geschehen ist. Oder gleichzeitig zu uns geschieht, quantentechnisch gesprochen. Und auf diese Weise haben die Leute das sehr, sehr gerne angenommen. Und das Spektrum der Aufklärung wurde dadurch weiter. 2019 kam dann noch eine Neuerung hinzu, auf die ich auch sehr, sehr stolz bin. Ich habe ja auch durch die Arbeit mit Horst erfahren von Oskar und Lehmann. Das waren dann auch wieder Begegnungen der gechannelten Art und hat mich auch sehr, sehr, sehr fasziniert. Ich wollte immer wissen, was steckt dahinter, wie geht das, wie funktioniert das. Habe selber auch viel in der Richtung ausprobiert, im Privaten. Und so kamen dann auch ziemlich viele Autoren im Verlag raus, die mit dem Thema Channeling zu tun hatten. Eine gute Auswahl, wie ich glaube, keiner, der Unfug geregelt hat. Und irgendwann hatten wir dann eine solche Anzahl von Leuten, dass ich mir gedacht habe, Moment mal, die sollte man eigentlich gemeinsam auf die Bühne bringen. Das war 2019 und dann hatten wir tatsächlich in Taufkirchen Ende des Jahres 2019 den ersten Channeling-Kongress, wo wirklich die Menschen hingekommen sind, um sich anzuhören, was da live gechannelt wurde. Das war sehr, sehr schön, sehr berührend zu sehen,
wie begeistert die Menschen waren, was da auch wieder an Heilung passiert ist. Auf eine andere Weise, anders getriggert. Aber es geht immer um den Energiefluss. Es ist immer derselbe Zusammenhang, dass Energie fließen muss, wo sie vorher blockiert war. Und Erinnerungen darauf schreiben dürfen. Neues Wissen entsteht. Nicht neues Wissen, sondern Wissen wieder neu existieren darf in einem selbst. Und dann kam Corona, hat sich natürlich alles geändert. Es waren keine physischen Veranstaltungen mehr möglich. Also sind wir dann auf das Internet ausgewichen und haben, was war das dann jetzt, 2021, genau, schon 3 Online-Channeling-Kongresse gemacht. Mit einer solchen Resonanz, über 35.000 Teilnehmer, 50 Referenten durchschnittlich, 60 Referenten, 70, 80 Videobeiträge, jeden Tag im Kernbereich des Kongresses eine Live-Übertragung mit Channeling oder mit einer Meditation oder einfach nur ein Gespräch oder Frage und Antwort. Das war sehr, sehr erfolgreich, auch sehr schön anzusehen, dass wir irgendwann dazu übergegangen sind, um diese Leistung aufrechtzuerhalten, das nicht abflachen zu lassen, weil es waren ja erstmal nur angedacht gewesen, ursprünglich für einen bestimmten Zeitraum von 4 Wochen etwa. Dass wir gesagt haben, nee, wir bieten das rund um die Uhr sozusagen an. Und es ist jetzt so, dass diese Channeling-Kongress-Geschichte zum Channeling-Portal geworden ist und wir jede Woche ein Video haben von einem Referenten, das er selbst aufgenommen hat und auch jeden Freitag eine Meditation anbieten, live, als Livestream, von mit wechselnden Dozenten. Das Ganze ist übrigens kostenlos, hier ist jetzt eine Werbeveranstaltung, channeling-kongress.de. Wer sich da interessiert, der kann auf die Seite gehen und kriegt gratis dann diese Informationen und Möglichkeiten. Das Geld wird an einer anderen Ebene, auf einer anderen Ebene verdient, aber erstmal nicht bei den Interessenten. Ja, das alles hängt auch zusammen mit Oskar und Lehmann, dem ich 2005, 2006 begegnet bin, genau wie Ende der 90er Jahre den Channelings in Frankfurt. Die geistige Welt wurde immer konkreter und gerade wie Horst gestern gesagt hat oder mir deutlich gemacht hat, je konkreter die geistige Welt ist, desto mehr kann eine Heilung geschehen, weil kein Zweifel, kein Raum für Zweifel mehr da ist. In diesem Bereich darf man glauben, weil jeder Zweifel Heilung erschwert. Aber glauben vor dem Hintergrund der Selbstermächtigung, der Selbstverantwortung für den Klienten oder durch den Klienten. Das ist ganz zentral. Ja, und da stehen wir jetzt genau an der Stelle heute in der Welt. Wo stehen wir nach Corona mit dieser ganzen Sache? Immer mehr Leute finden zur Spiritualität. Das merken wir ganz, ganz deutlich. Die Aufregung ist groß natürlich, weil so viele gesellschaftliche Dinge gerade geschehen, aber dazwischen ist dieses allgemeine sich bewusst werden, dass es viel, viel andere, also ganz, ganz andere Dinge und viel mehr gibt, als man sich so vorgestellt hatte, sehr stark. Es wird immer größer, immer mehr Leute erkennen, dass das, was man uns hier so vormacht als Welt und worin wir leben sollen, nicht das ist, wofür wir eigentlich gemacht worden sind oder entstanden sind, sondern dass wir wirklich ganz, ganz andere Möglichkeiten haben. Also es ist tatsächlich so, dass ein Erwachen stattfindet. Es findet massenweise statt, es findet täglich statt. Die meisten Leute, die es erleben, reden nicht darüber. Sie haben gelernt, während der Corona-Zeit nicht darüber zu reden. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich weiß es aus dem Bekanntenkreis, dass man eben entsprechend abgekanzelt worden ist, wenn man irgendwelche Zweifel angemeldet hat über zum Beispiel diese Massenimpfungen, die stattgefunden haben.
Und von daher glaube ich, das war nochmal so ein i-Tüpfelchen, redet man nicht mehr über seine eigene Spiritualität, sein eigenes Bauchgefühl erstmal. Spiritualität ist doch ein großes Wort. Es fängt mit Bauchgefühl an. Mit Gefühl überhaupt, mit einem Eindruck. Da stimmt doch irgendwas nicht. Wenn ich das mit dem verbinde, dann passt das Dritte nicht mehr dazu und das ist ein einziges Chaos. Es sei denn, ich schaue aus der Vogelperspektive und habe ein gesundes Misstrauen, wenig Angst oder keine möglichst und keinerlei Zweifel daran, dass das, was ich an Ideen habe, was mir an Eindrücken erscheint, doch einen wahren Kern haben sollte, dürfte, müsste. Der Zugang ist der Schlüssel, die Intuition. Und das ist auch wieder genau das, was die Schule macht. Sie schafft für jeden, der die Schule besucht, eigentlich für jeden Klienten bereits, mindestens den ersten, wenn nicht einen weiteren, Zugang zu den energetischen Zusammenhängen, in denen der jeweilige Klient lebt. Er erlebt es dann in Form von einer Heilung von Allergie oder von einer anderen Art von Heilung, die er, wissen wir ja alle, immer selbst ermöglicht hat, allein dadurch, dass er hergekommen ist in die Schule. Aber für ihn öffnet sich dadurch etwas. In seinem Bewusstsein, das große neue Thema von uns, weil plötzlich eine neue Weltsicht entsteht. Es ist etwas geschehen, was man mit dem alten Denkmuster, das man aufgedrückt bekommen hat, nicht mehr erklären kann. Und dadurch zwangsläufig assoziiert man auf eine neue Weise und hält Dinge vielleicht auch für möglich, auch wenn man noch nicht drüber redet, die einem vorher unmöglich erschienen sind. Das ist das massenweise Erwachen, von dem ich gerade rede. Das lässt sich auch nicht mehr deckeln. Das kennt, glaube ich, jeder von uns, dass in dem Augenblick, wo man einmal etwas gesehen hat, was mit diesen spirituellen Zusammenhängen zu tun hat, man davon nicht mehr zurück kann. Ich war gestern ganz fasziniert davon, als Horst erzählte von Geisteschirurgie. Das ist zum Beispiel etwas, was ich selber nie selber mitbekommen, auch einmal bei Grunwald und Melchizedek, aber ansonsten im größeren Rahmen nie mitbekommen habe. Daher blieb bei mir immer noch ein gewisses Misstrauen. Ist das etwas, was wirklich funktioniert? Weil das eine ist, wie man denkt und was einem dann die Logik sagt. Das andere ist das, was man anerzogen bekommen hat und wo der Zweifel sich dann einlistet. Daher hatte ich diesen Zweifel, geht das wirklich mit in den Körper hineingreifen oder ist das nun etwas, so, was wir heute Desinformation nennen würden? Aber Horst hat das selber erlebt. Er ist meine Bezugsperson, ich glaube ihm, es geht. Und die Information, die ich damals von Grunwald Melchizedek nahm. Von dem amerikanischen Lehrer Grunwald Melchizedek bekommen habe, der hat einige Kurse auch hier in Deutschland abgehalten. Einen dieser Kurse habe ich mitgemacht. Und da konnte ich auch mit eigenen Augen sehen, wie aus dem Bauchnabel eine Art Bandwurm rausgezogen worden ist, der eigentlich nur auf der energetischen Ebene existiert haben konnte. Er wurde dann aufgelöst, dem Behandelten ging es dann erheblich besser. Von daher, das alles existiert, aber man kann es erst glauben, wenn man es selber gesehen hat oder erlebt hat. Man kann niemandem, das hat uns auch die Corona-Zeit gezeigt, man kann niemandem etwas vermitteln, indem man jemandem erklärt, diese und jene Erfahrung hat man gemacht und das stimmt nicht. Da kann man sich den Mund fusselig reden. Es muss erst selbst erlebt werden. Und die Schule, wie gesagt, immer wieder dieser Kreis, ermöglicht den Leuten, diese Dinge zu erleben, Energie zu spüren. Der Zugang ist der Schlüssel. Das heißt, der Zugang zu diesen energetischen Welten. Was wir jetzt hier erleben auf der Erde, ist gerade eigentlich diese seit langem angekündigte Spaltung in zwei Welten.
Also die Esoterik redet seit ganz, ganz langer Zeit davon, dass die Menschen sich spalten werden auf der Welt. Es wird die einen geben, die in die neue goldene Zeitalter übergehen, und die anderen werden dann, ja, was auch immer, zurückbleiben oder auf der alten Welt alleine weiterleben. Im Grunde ist genau das jetzt der Fall. Die Menschen, die keinen spirituellen Zugang haben, leben in einer Welt, die sich grundsätzlich von allen Menschen mit spirituellem Zugang unterscheidet. Was unterscheidet diese Welten jetzt? Es gibt auf der einen Seite die Spiris. Ganzheitliche Weltsicht ist der Punkt. Ich glaube, jeder, der sich mit Spiritualität beschäftigt, ist sich im Klaren darüber, dass es eine Schöpfung gibt und dass diese Schöpfung alles vollkommen erschaffen hat. Ich rede nicht von Religionen, damit will ich persönlich gar nichts zu tun haben, sondern ich rede von spirituellen Zusammenhängen und von Schöpfung. Für mich ist es einfach eine Energie, die alles durchzieht. Und aus dieser Energie ist bereits vollkommen der Mensch entstanden. Ich glaube, das eint die meisten spirituellen Menschen, diese Auffassung. Daneben, also Schöpfung ist vollkommen, Mensch ist vollkommen, daneben gibt es Menschen, die glauben, dass der Mensch entstanden ist durch Versuch und Irrtum. Na, also Darwin beispielsweise, naja, wir haben noch eine gewisse Entwicklung drin, aber grundsätzlich der Mensch, da wurde was ausprobiert bei anderen Tieren vorher auch, und das, was sich bewährt hat, wurde beibehalten und anderes kam dann hinzu, aber es war eigentlich Versuch und Irrtum, ein einziges Gewürfel, und irgendwie kam zufällig der Mensch zustande. Und weil es so ist, dass zufällig der Mensch zustande kam, hat man als Mensch dann auch das Recht, sagt man, den Menschen weiter zu verändern. Man hat das Recht, ihm technische Ersatzteile einzupflanzen, ihn mit irgendwelchen Stoffen zu impfen, die ihn genetisch verändern. All das wird auf diese Weise gerechtfertigt. Es ist eigentlich die Perspektive des Transhumanismus. Ja, Transhumanismus ist meiner Sichtweise nach ursprünglich nicht böse, sondern fußt, und da bin ich übrigens durch den Frank Jakob drauf gekommen, der in der Hinsicht einige interessante Interviews online hat. Transhumanismus sagt einfach nur am Anfang, man kann den Menschen verstärken, enhancen, verbessern. Der Mensch ist nicht von Hause aus perfekt, sondern man kann da noch einiges machen. Und mit dieser Einstellung geht der Transhumanismus an das Menschsein heran. Und diese Auffassung ist diametral entgegengesetzt zu der Auffassung spiritueller Menschen. Die natürlich auch sagen, klar, Internet, Handy und so weiter können wir alles wunderbar verwenden. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, das abzukanzeln oder abzuschaffen. Wir können damit positiv umgehen. Aber wir werden nicht unser Menschsein aufgeben, zum Beispiel durch Graphene im Blut, über die wir gesteuert werden können, indem wir uns diesen technischen Dingen ausliefern, wie das gerne von bestimmten Gruppen gewünscht ist. Und das ist, was gerade die Welt spaltet, glaube ich. Die spirituellen Menschen, die einfach sehen, was für eine gewaltige Schöpferkraft in uns allen ist. Und dass wir alles erreichen können, indem wir unser Bewusstsein wieder aktualisieren, möchte ich mal sagen, indem wir zulassen, diese Dinge wieder zu denken und zu leben, die wir vermutlich früher mal beherrscht haben. Und auf der anderen Seite Menschen, die sich steuern lassen und den spirituellen Zugang, der sie selbst ermächtigen würde, zu ihrer eigenen Verantwortung bringen, nicht wahrnehmen und nicht umsetzen. Und da kann man leider auch nicht viel machen. Habe ich auch daraus gelernt, der Klient muss zum Heiler kommen. Es hat keinen Sinn, dass man zu jemandem hingeht und sagt, du, pass auf, ich bringe mal wieder in Schuss. Ja. Nein, das geht nicht. Sondern es muss der Wunsch bestehen, eine Situation zu verbessern. Und das Vertrauen darin,
dass man selber das kann, wenn man die entsprechende Unterstützung bekommt. Nur dann funktioniert Heilung. Und dann kann man alles umsetzen, was an Hilfsmöglichkeiten einem da geboten werden. Das sind ja so unzählig viele. Aber am Anfang steht immer der Wunsch des Klienten, in die Heilung zu kommen, auf einem bestimmten Gebiet. Das ist ja dann meistens erstmal ein konkretes Thema. Aber dahinter steht ein Rattenschwanz. Dahinter steht diese gesamte Fülle an Spiritualität, die einen letzten Endes dazu bringt, dass man erkennt, die ganze Welt ist Illusion. Alles, was wir hier sehen, ist durch unsere Gedanken geschaffen. Wir haben uns irgendwie darauf geeinigt, dass wir drin leben können, was wir gemeinsam sehen. Aber letzten Endes dadurch, dass alles etwas ist, was durch unsere Wahrnehmung geschaffen wurde, durch die Energie, die mit unserer Wahrnehmung einhergeht, ist es eben auch möglich, damit umzugehen, damit zu arbeiten. Das ist, was die Schule der Geister macht. Sie arbeitet mit der Energie, denn alles ist Energie. Und so ist auch alles möglich. So sind Spontanheiten möglich. So ist es möglich, dass jemand auf einem kleinen Gebiet einen kleinen Erfolg hat, weil er eben zu mehr noch nicht bereit ist, aber der kleine Erfolg führt zu weiteren Schritten. Und das ist eigentlich das Besondere an der Schule der Geistheilung. Dass mit dem, was Horst da geschaffen hat, ich weiß nicht, wie viele Menschen, 10.000 bestimmt, schon durch die Schule gegangen sind, aber sie alle haben Heilung erfahren. Auf irgendeinem steht das da sogar? Ja. 15.000, was? Ja. Ach, bestimmt mehr. Allein die Leute, die deine Bücher gelesen haben. Ja. 15.000, glaube ich, ist zu niedrig gegriffen. Weil es wird ja auch darüber geredet. Es wird weitergegeben. Der Impuls wird weitergegeben. Und wenn einen Menschen von mehreren Seiten ähnliche Impulse erreichen, dann ist das, als hätte er eine Energiebehandlung bekommen. Also, das ist das eigentliche, die eigentliche Leistung der Schule der Geister. Dass sie viele, viele, viele Menschen dazu gebracht hat, ihren spirituellen Weg einzuschlagen und damit als Multiplikatoren auch gearbeitet haben. Also diese Menschen, die dann behandelt wurden, die eine Öffnung erlebt haben, die durften als Multiplikatoren dann wirklich wieder andere Menschen bereichern. 25 Jahre lang jetzt. Und das ist eine ganz, ganz gewaltige Sache. Also es ist nicht nur hier eine Schule, die eben ihre Energiebehandlung anbietet, sondern es ist ein Meilenstein in der spirituellen Welt, mit Blick darauf, den Menschen das Erwachen und Einblick in ihre eigentlichen Möglichkeiten zu geben. Ja, mehr habe ich jetzt eigentlich nicht zu sagen.